Dieses Mal geht es um eine Aktie aus dem Ölbereich. Letztes Jahr habe ich auch schon eine Aktie vorgestellt mit dem Titel, dass wir dies besser kaufen können wie Warren Buffett, der meiner Meinung nach etwas zu früh eingestiegen ist in diesen Bereich. Dieses Mal geht es, wie gesagt, um eine Aktie, die interessanterweise bereits ein User im Live-Video vergangenen Mittwoch gefragt hat. Und zwar geht es um ein Unternehmen, das in meinen Augen das wertvollste Unternehmen forever ist. Hallo zurück. Auf diesem Kanal geht es um das Thema Börse, Investment und Charttechnik. Dieses Mal geht es um ein Investment aus der Ölbranche, wie ich schon vorhin sagte in der Einleitung. Und zwar um das wertvollste Unternehmen, meiner Meinung nach, nicht von der Börsenkapitalisierung her, denn dieses Unternehmen hatte in den letzten 20 Jahren in etwa 50% aller ausgegebenen Aktien zurückgekauft. Das ist eine unglaubliche Zahl, wenn man bedenkt, dass dieses Unternehmen derzeit etwa noch immer noch 100 Milliarden wert ist. Und wenn man sich den Chart anschaut, der letzten 20 Jahre, ich blende euch diesen jetzt einmal hier ein, so sieht man, dass man in Sachen Wertentwicklung der letzten 20 Jahre in etwa nicht viel dazu gewonnen bzw. auch nicht viel verloren hat, sondern im Gegenteil tendenziell nach unten marschiert ist. Interessant wird es, wenn man sich anschaut, die Höhe der Dividende, die dieses Unternehmen bezahlt. Und in dem Bereich, wo ich vorschlage, dieses Unternehmen zu kaufen. Auch hier diesbezüglich blende ich euch etwas ein, und zwar nämlich den Chart noch einmal mit den Angaben. Wie gesagt, ich stelle mir jetzt dieses Anbieters oder dieses Unternehmens, eben ExxonMobil. Warum ist das Unternehmen das wertvollste Unternehmen forever, meiner Meinung nach? Aus dem einfachen Grund, dieses Unternehmen hat Werte, die man einerseits angreifen kann, und zwar nämlich Öl, welches in Form von Lizenzen, Bohrlizenzen, man sich für die nächsten 100 Jahre in etwa gesichert hat. Das heißt, rund um den Globus hat dieses Unternehmen Bohrlizenzen, die man ganz einfach auf Reserve hält, jederzeit bohren könnte, jederzeit Öl fördern könnte. Aber, und das ist auch das Bestreben der OPEC, man will natürlich den Ölpreis nicht durch ein weiteres Überangebot noch weiter in den Keller treiben. Das heißt, das Unternehmen hat, wie gesagt, für die nächsten 100 Jahre Bohrlizenzen, die natürlich gegenwärtig, wenn man den momentanen Kurs nimmt, oder auch sogar Kurse, die sich noch einmal halbieren sollten, also nehmen wir an, Öl würde auf $20 fallen, so hat man hier einen greifbaren Wert, der das X-fache des momentanen Börsenkurses bzw. des momentanen Kurses bzw. der Marktkapitalisierung überschreitet. Wenn man das jetzt gegenüberstellt, nichts gegen Apple oder Microsoft, beide Unternehmen haben einen Börsenwert, der in etwa über etwas über einer Billion Dollar liegt. Doch welchen Wert, also welchen physischen Wert haben diese beiden Unternehmen? Sicherlich, bestimmte Produktionsstätten gehören ihnen, aber auch Server gehören ihnen. Alles Dinge, die man zwar angreifen kann, aber der große Wert dieser Unternehmen liegt immer im geistigen Besitz, also im Punkto Software, im Punkto Innovation. Ob dies jetzt in Form von Streaming-Diensten, also wo man hier ganz einfach Rechte hält oder diverses anbieten kann.
Das ist alles gut und schön, aber in weiterer Folge kann man sagen, all diese geistigen Werte können auch rapid in den sind rapiden Schwankungen unterworfen. Natürlich kann man denen gegenüberhalten, auch Öl ist Schwankungen unterworfen, das ist klar. Aber der Unterschied ist der, hier habe ich etwas Greifbares, tatsächlich etwas, das ganz einfach nach wie vor noch benötigt wird, auch wenn die große Umwandlung des Automobilmarktes in den Elektromarkt stattfinden sollte, was noch einige Jahrzehnte dauern wird, meiner Meinung nach, ist es so, dass Öl trotzdem nach wie vor noch benutzt wird und gebraucht wird. Ob dies im Pharmabereich ist oder auch in der Plastikproduktion, wobei man hier auch vom Thema Plastik wegkommen will. All das dauert noch Zeit, sehr viel Zeit, dies kann noch sehr, sehr viele Jahrzehnte der Fall sein. Und dieses Unternehmen wird eben ExxonMobil nacheinander diese Lizenzen ganz einfach ausnutzen und Öl fördern. In weiterer Folge auch natürlich Dividenden bezahlen. Zudem sollte, soweit das jetzt korrekt ist, von seitens des größten Produzenten oder überhaupt des größten Exporteures an Öl, also Saudi-Arabien, die ja befürchten, dass ihre Bohrlöcher früher oder später versiegen werden, dann könnte ExxonMobil mit ihren Lizenzen weltweit natürlich als der große Gewinner dastehen. Denn das Unternehmen haltet, wie ich schon vorhin gesagt habe, Lizenzen auf der ganzen Welt und das über einen sehr, sehr, sehr langen Zeitraum. Fazit, abgesehen jetzt von einer möglichen Kursfantasie, sehe ich speziell jetzt nicht nur fundamental, sondern auch von der Tatsache, dass hier eine relativ hohe Dividende bezahlt habe, hier eine Absicherung. Das Unternehmen ist profitabel, das Unternehmen ist in der Lage, wie gesagt, eine Dividende auszuschütten und das hat auch der Chart vorhin gezeigt. Das Unternehmen ist in Kürze an einen charttechnisch interessanten Punkt. Und darum geht es mir als Charttechniker, einen interessanten Punkt zu finden, wo es Sinn macht, ein Unternehmen zu kaufen in einer Bewegung, wo die Wahrscheinlichkeit relativ hoch ist, dass dieser Kurs das Optimum darstellt und in weiterer Folge auch die Höhe der Dividende das Maximum darstellt. Ich hoffe, euch das Video hat euch gefallen. Gebt mir einen Daumen nach oben. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Baba.